generell geht es einfach jetzt mal um das Thema Bauen mit Müll. Also wir haben an unserem Lehrstuhl haben wir so ein Low-Cost-Lab, wo wir eigentlich so kostengünstige Bauweisen untersuchen. Da hatten wir vor kurzem noch so ein Bauvorhaben in, wo war das, in Nepal. Und haben dann aber auch festgestellt, dass das immer schwierig ist, woanders zu bauen. Und jetzt wollten wir eigentlich die nächste Zeit in München was machen und beschäftigen uns vor allem mit dem Thema Müll und in diesem Semester jetzt mit Altkleidern. Erstmal, um das Müllaufkommen nochmal kurz zusammenfassen. In München gibt es circa pro Person 408 Kilogramm an Müll, die aber nicht genutzt werden. Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sollen 36% der Kunststoffe recycelt werden, das aber viele Plastikverbrennungsanlagen gar nicht mehr machen wollen. Das heißt, müssten de facto eigentlich 20-30% recyceln. Genau. Herr Benedikt, sorry, dass ich dich unterbreche. Ja. Du bist im Vollbildmodus, oder? Ja. Können wir nicht sehen. Also wir sehen immer noch die Startseite. Also ich glaube, PDF leider so durchklicken. Ja, super. Sorry. Okay, nee, danke. Genau. Und wenn man sich jetzt mit dem Thema beschäftigt, geht es ja immer darum, das Beste ist natürlich die Müllvermeidung. Das Recycling ist dann eher so in der Mitte und als Architekten, sage ich mal, ist unser Gebiet halt eher, sage ich mal, das Recycling, dass wenn der Müll schon angefallen ist und deswegen kümmern wir uns jetzt eigentlich eben um diesen Part, auch wenn eigentlich es natürlich viel wichtiger ist, eigentlich diese Vermeidung viel mehr in die Gesellschaft zu transportieren. Das ist jetzt aber als Lehrstuhl bei uns eben nicht das Hauptthema, sondern wir kümmern uns jetzt zum Beispiel um die Kleidung, die Altkleidung, die schon anfällt, und versuchen mit der noch etwas Sinnvolles zu machen. Wobei natürlich das Sinnvollste wäre, dass diese Altkleidung gar nicht erst anfallen würde. Wenn man sich dann mal das Nettoabfallaufkommen in Deutschland pro Kopf ansieht, dann sieht man relativ schnell, dass der größte Teil eigentlich alles aus der Bau- und Abbruchabfällen ist. Das heißt, auch so, wenn man sich eigentlich so mal vergleicht, es wird immer gesprochen von dem Klimakiller, dem Fliegen und den Autos, aber auch hier ist natürlich unsere eigene Profession, also die Architektur, die Bauwirtschaft eigentlich die allerschlimmste. Und deswegen ist eigentlich umso wichtiger, dass wir wirklich endlich in diesem Bereich auch eben die wirklich eine Bauwende vollziehen können. Am Anfang möchte ich jetzt mal mit einem Projekt ein Projekt vorstellen, das ist von einer Frau aus Pakistan, das ist die Nargis Latif. Das ist eigentlich eine Botanikerin, die sich aber heute als Ökoaktivistin sieht und seit 20 Jahren versucht, das Problem, das Müllproblem in Karachi in den Griff zu kriegen. Hier sehen wir ein Haus, das sie entworfen hat. Das ist das Chandigarh. Und das ist die Frau dazu, die sich wirklich seit 20 Jahren damit beschäftigt. Und es gibt in Karachi eigentlich, so sage ich mal, diese zwei Hauptprobleme. Neben natürlich Sicherheit ist es eben einerseits der Müll, der auf den Straßen überall herumliegt, weil es einfach überhaupt kein Bewusstsein für Recycling gibt oder auch für die Ästhetik. Und das Zweite ist natürlich auch fehlender Wohnraum für ärmere Menschen. Und das versucht sie eben zu kombinieren und versucht über Müll Häuser zu entwickeln. Was man vielleicht dazu sagen kann, ist, dass sie das erstens auf sehr kostengünstige Weise macht. Sie hat eigentlich überhaupt keine Mittel zur Verfügung, sie hat keine Forschung, sie hat keine Werkzeuge. Also sie macht das wirklich mit den allereinfachsten Mitteln. Eben wie man das auf den Straßen sieht, überall liegt dieser Müll rum und es ist eigentlich so viel Müll, dass der gar nicht abtransportiert werden kann. Das heißt, die örtlichen Behörden sind total überlastet. Und jetzt gäbe es theoretisch zwei Möglichkeiten, wie man das in den Griff kriegen könnte. Das eine wäre, indem man eben privaten Anreiz schaffen könnte, dass der Müll einen Wert bekommt und dass man dann die Menschen auch dazu verleiten könnte, dass sie eben selber den Müll sammeln.
Und das Zweite ist das, was die Nargis Latif macht. Das sieht man eben hier dieses Chandigarh, das ist ein, also übersetzt heißt das quasi Silberhom. Dazu benutzt sie Blöcke aus BOPP-Folie, das ist eine hochtransparente Polypropylenfolie, die im Gegensatz zu anderem Plastik aber eine sehr hohe Stabilität hat, weil es quasi längs und quer gereckte Folien gibt. Dadurch ist sie sehr reiß- und sehr stoßfest. Und das Material findet sich aber eigentlich überall in der Stadt aus Verpackungsmaterial, vor allem von Verpackungsunternehmen und auch von größeren Produktionsstätten. Vom Prinzip ist es wie eine Art Massivbau. Das heißt, das sieht man hier, die haben eine Holzkonstruktion, in denen sie eigentlich das Plastik hineinpressen. Das funktioniert dann ähnlich wie bei Stampflehm. Das heißt, das Plastik wird immer auf eine Seite gedreht. Auf der einen Seite ist es immer so glänzend silbrig, auf der anderen Seite ist es bedruckt. Nach außen hin kriegt es immer diese Silberoptik. Dann wird da drauf herumgestampft mit den Füßen, bis es klein ist, und dann wird es noch mit Schnüren zusammengehalten. Und am Ende hat man dann so massive Blöcke eigentlich. Diese massiven Blöcke sind auch oder können auch modular eingesetzt werden, sodass daraus auch Möbel und Einrichtungsgegenstände entstehen könnten. Das Problem, was sich jetzt aber stellt, ist, dass in Pakistan dafür überhaupt keine Akzeptanz eigentlich ist. Das heißt, die Frau arbeitet seit 20 Jahren an diesem Projekt. Sie hat damit schon versucht, Kliniken, Notfallkliniken zu bauen, eben Unterkünfte für ärmere Leute, für Flüchtlinge. Aber das Problem ist, dass es bei den Bewohnern überhaupt keine Akzeptanz trifft. Das liegt natürlich vor allem, sage ich mal, daran, dass wir da einfach eine ganz andere Herangehensweise mit in Europa haben, eine ganz andere Wertschätzung, und das in Pakistan und natürlich in den meisten anderen ärmeren Ländern auch nicht so ist, sondern es ist einfach nur, was zählt, ist, dass es etwas Neues ist. Das heißt, das Erste, was sie eigentlich schaffen müsste, wäre diese Akzeptanz, weil ich meine, wenn man sich diese Bilder anschaut, aus unserer Perspektive, dann würde man da auch irgendwie eine Ästhetik drin sehen, und das ist was in Architekturzeitschriften veröffentlicht werden würde, aber dort findet es überhaupt keine Akzeptanz. Genau, das heißt, ein großes Problem daran ist jetzt eigentlich, dass solche Projekte, es gibt ja oft auch so Projekte, die aus dem Westen, irgendwie von Universitäten in anderen Ländern gemacht werden, aber eben diese Akzeptanz immer komplett fehlt. Und das ist, glaube ich, was bei ganz vielen Uni-Projekten das Problem ist, dass man eigentlich erstmal dieses Bewusstsein schaffen müsste und das aber auch wirklich konkret sich überlegen muss, wie man das eben schafft, diese Akzeptanz herzuholen. Wie ich vorher gemeint habe, also die Behörden schaffen es gar nicht, den ganzen Müll zu entfernen. Und jetzt gäbe es eben diese Möglichkeit, dass man den Müll als Wirtschaftsgut umwandelt und dann auch quasi als neue Jobmöglichkeit für die Menschen sieht. Oder eben, wie schafft man es, die Menschen dort zu sensibilisieren für das Thema, dass es überhaupt ein Thema ist. Bei Building for Waste gibt es zwei sehr gute Bücher, in denen sehr viele verschiedene Projekte vorgestellt werden. Die kann ich sehr empfehlen. Das eine ist Building from Waste. Das andere ist Cultivated Building Materials. Also wen das Thema interessiert, schaut mal in diese Bücher rein. Die sind echt ziemlich gut. Und jetzt haben wir im letzten Semester einfach mal quasi als Kickoff auch den Studierenden verschiedene Materialien gegeben, oder die haben sich verschiedene Materialien ausgesucht. Und die Aufgabe war jetzt einfach mal ein Pavillon zu entwerfen. Jetzt möchte ich einfach mal ganz kurz durch diese Ideen einfach nur kurz die zeigen. Das erste ist ein Projekt von Leonhard Leisinger und Philipp Barreis. Die haben mit Joghurtbechern was gemacht, und da einfach eine temporäre Struktur entwickelt, die eben auch wieder so eine ganz eigene Ästhetik eigentlich erzeugt. Dann das Projekt von Otto Bastele und Lennart Zimmermann. Die haben, wie ein paar andere Studierendengruppen, mit Tetrapacks gearbeitet und haben eigentlich auch hier so quasi die Akzeptanz vielleicht dadurch
hineingeholt, dass sie das quasi überspitzt haben, das ganze Thema, und eher so eine Art Tempel aus Tetrapaks gebaut haben. Auch hier wieder ein Projekt mit Tetrapaks. Und also Tetrapaks eignen sich generell sehr gut. Da möchte ich hier nochmal ein Projekt zeigen. Das ist von Pub Architects. Das ist eine temporäre Struktur. Das war ein Wettbewerb für neue Wohnformen. Und die Idee von ihnen ist, dass sie quasi auf bestehenden Gebäude, also das Ganze ist in England, und da gibt es ein Gesetz, das quasi oder das ermöglicht, dass man auf allen Häusern Technikaufbauten wie Lüftungsaufbauten vorsehen kann. Das heißt, das ist jetzt quasi eine Wohneinheit, die eigentlich als Lüftungseinheit getarnt ist, und gebaut ist das Ganze aus einer ganz einfachen Holzkonstruktion, und die Tetrapaks wurden dann quasi ineinander verklebt, sodass auf beiden Seiten quasi die wasserdichte Folie ist, und dann wie so eine Art Schindeln wurde dann das ganze Gebäude damit tapeziert, und auch das entwickelt wieder eine ganz eigene Optik und einen sehr hohen ästhetischen Wert. So schaut das Ganze dann von innen aus. Dann, das war ein Versuch von Studierenden bei uns, die eben versucht haben, mit Bauschutt was zu machen, weil wir ja in der ersten Grafik gesehen haben, dass Bauschutt, sage ich mal, der größte anfallende Müll überhaupt ist. Und die haben so eine Art Lehmhaus entwickelt, das aber auch mit Bauschutt quasi aufgefüllt wird, also ein Stampflehm, der nochmal so, sage ich mal, auch wieder hier eigentlich so geht es eher in die Ästhetik hinein, so eine eigene Ästhetik entwickelt. So, im nächsten Semester machen wir jetzt was mit Kleidung. Da weiß ich nicht, wenn es irgendjemand interessiert, habe ich hier mal, gibt es 3 Vorträge bei uns zu dem Thema, die, wenn es irgendjemand interessiert, kann ich gerne schreiben, dann kann ich ihn dazu einladen. Und zwar gibt es da einen interessanten Vortrag von Sylvie Krüger, die sich sehr viel mit Textiler, oder die sich eigentlich ausschließlich mit Textilarchitektur beschäftigt. Wobei da geht es dann natürlich immer auch oft um, sage ich mal, sehr praktische Angelegenheiten wie Wasserfestigkeit, vor allem weil sie auch in Deutschland nur baut, hat sie halt auch einfach diese ganzen Anforderungen an DIN-Normen. Und das zweite ist eine Modedesignerin, die Sophie Rowley, die macht Möbel aus verschiedenen, also hier zum Beispiel aus Jeans, die dann verklebt sind. Das ist jetzt zwar, sage ich mal, nicht die unbedingt nachhaltigste Art und Weise, aber es ist trotzdem eine Art, wie man eben eine neue Ästhetik und auch einen Mehrwert durch was Altes schaffen kann. Und am Ende soll dann mit den Studierenden, also die Studierenden sollen dann auch jeder ein eigenes Material entwickeln. Das heißt, da bekommt jeder Student bekommt ein Material zugelost. Das kann dann zum Beispiel sein Gore-Tex. Also wir haben jetzt eine riesige Ladung von Gore-Tex-Teilen bekommen. Weil erstens ist Gore-Tex ist ein Material, das kann oder wird momentan überhaupt nicht recycelt. Und auch dort fallen natürlich in der Produktion extrem viele Abfallstoffe an, die bis jetzt nur verbrannt werden, die werden dann zwar für die Zementindustrie genutzt, aber trotzdem ist natürlich das ein unglaublicher Ressourcenverbrauch, der da stattfindet. Das heißt, jeder Studierende bekommt ein Material und soll daraus eine Bekleidung entwickeln, und dann werden wir als Lehrstuhl zusammen mit dem Künstler Markus Heinsdorf, das ist hier zum Beispiel, hat in Afrika ein Projekt gemacht, das ist Ocean Dome, eben ein Projekt, der aus alten PET-Flaschen auch wieder so eine neue Optik erzielt und dann vor allem auch in der Nacht, wenn er beleuchtet ist, so eine komplett eigene Optik entwickelt. Und das heißt eigentlich, was diese Projekte alle so verbindet, ist immer, dass man eigentlich einen Mehrwert schafft, den man sonst nicht mit normalen Materialien, mit neuen Materialien überhaupt nicht schaffen würde. Genau, und dann soll quasi am 18. September ist im Englischen Garten immer der World Cleanup Day. Der wird dann gesammelt und da soll dann der Pavillon aufgebaut werden. Genau, das war so ein ganz kurzer Einblick. Und ich hatte mir eben gedacht, weil wir letzte Woche im Stammtisch ja auch irgendwie letzten Monat darüber geredet haben,
es immer mal wieder so Anfragen auch gibt an Architects for Future, dass das eigentlich schon so auch ein Thema ist, wo wir vielleicht unterstützend mitwirken könnten und wo man vielleicht auch irgendwie eine Öffentlichkeitsarbeit entstehen lassen kann, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man braucht, ist eigentlich das Bewusstsein zu stärken, das, sage ich mal, in den Architektenkreisen, in Designerkreisen wahrscheinlich schon sehr, sehr weit verbreitet ist, aber in der breiten Öffentlichkeit noch nicht so und vor allem auch nicht in anderen Ländern. Genau, und deswegen freue ich mich, wenn wir da vielleicht auch über dieses Thema diskutieren könnten, wie man da irgendwie eine Kooperation auch hinkriegen könnte. Vielen Dank.